Hallo zusammen und willkommen zu einer Skizze zum Thema Interior Transportation Design mit Tipps und Tricks aus einem unserer Bücher und auch gerne mit Tipps zum besonderen Design, Interior Design, Yacht Design, Transportation Design. Es gibt auch ein ausgezeichnetes Design-Klassiker. Das findet ihr auf unserem Partnerkanal Frag Fabi. Viele interessante Infos dazu. Und was gibt es über den Studiengang Transportation Interior Design zu erläutern? Das ist natürlich so das, was wir alle kennen. Wir sitzen in einem Fahrzeug und alles, was uns umgibt, von den Sitzen, Armaturen, Armaturbrett bis zum Schaltknopf, Lenkrad, das hat alles auch Design. Das wurde auch designt, nicht nur die Außenhülle, das ist das, was meistens mit Transportation Design in Verbindung gebracht wird, sondern auch das Interior. Und da ist es natürlich so, dass wir dort viele Möglichkeiten haben, so etwas zu gestalten. Zum Beispiel die Mittelkonsole, das Armaturenbrett. Und da ist zum Beispiel die Hochschule Reutlingen spezialisiert auf diesen Studiengang. Wenn euch das Spaß macht, an Interior, an Stoffen, an Kombinationen aus Stoffen und Leder und all das, was eben in einem Fahrzeug zu finden ist, dann ist der Studiengang Transportation Interior Design für euch der richtige Studiengang. Und hier, wie man sowas am besten zeichnet und vorgeht, ist eigentlich relativ klar. Wir haben die Vorderansicht, also die Armaturen, die wir skizzieren und machen das Ganze am Beispiel eines vielleicht E-Fahrzeugs mit der Mittelkonsole, die leicht zum Fahrer geneigt ist. Und mit den Details dazu. Also wie sieht so etwas aus? Das heißt, wir skizzieren jetzt hier die Front. Und man sieht es jetzt hier schon, auch wenn es nur eine Bleistiftzeichnung ist, es ist schon deutlich erkennbar, was wir jetzt hier zeichnen. Hier sieht man schon die Frontschraube angedeutet und die Ecke, in die wir reinschauen, so ein bisschen in den Fußraum des Fahrers, ist so, als wenn wir eigentlich in eine Raumecke zeichnen. Es ist in etwa ähnlich zu denken, nur dass wir natürlich bei einem Fahrzeug viel mehr Rundungen haben. Das heißt, es ist jetzt nicht eckig, es rundet sich ein bisschen ab, das Ganze. Und das sind zum Beispiel Sachen, die sehr, sehr, sehr gut zeichnerisch einfach umsetzen könnt. So, und auch hier mit der Türverkleidung. Damit lässt sich das auch natürlich sehr einfach skizzieren. Und die erklärende Hilfslinie gibt uns nochmal so ein bisschen die Laufrichtung der Türverkleidung, wie sie aussieht. Das Lenkrad deuten wir auch an.
hier die entsprechenden Details. Wir sehen jetzt noch einmal den mittleren Bereich. Da kann man zum Beispiel jetzt noch auf die Mittelkonsole sich konzentrieren. Wichtig ist, dass ihr natürlich euch diese Fluchtpunkte vornimmt, euch vorstellt, wohin das jeweils hinläuft, nach links oder nach rechts. Das ist dann absolut wichtig, weil das ist das, was die Zeichnung dann ausmacht. Und was jetzt hier passiert, wir deuten den Beifahrerraum ganz leicht an, schauen, dass wir nochmal das Display vielleicht ein bisschen aufgreifen. Den Glanz sozusagen, die Spiegelung mit aufgreifen und mit einem kräftigen Strich dann nochmal hier und da einige Details mehr zeichnen. So, hier. Auch nochmal der Spiegel, der jetzt vielleicht ganz innovativ angedeutet ist. Also eigentlich kein richtiger Spiegel. Hier die Apps auf dem Bildschirm. Und so wäre dann die Zeichnung mit wenigen Kontrasten. Wir bleiben jetzt beim Bleistift, wir werden jetzt keine Farbe integrieren. Sieht man schon, was das ausmacht. Hier noch ein bisschen mehr Kontrast und die Skizze steht. So sieht eine Schnellskizze des Fahrzeug-Interior-Designs. Mehr dazu natürlich gerne als Online-Kurs, wenn ihr möchtet, oder ihr arbeitet mit uns eure Bewerbungsmappe vor Ort. Schaut auf unseren Seiten euch um. Hier alles auf einen Blick. Bis dahin, alles Gute, euer Akademie-Ruhr-Team.